Herzlich willkommen in der neuen Folge von der Assassin's Creed. Ja, Tagchen auch mit eurem Gabro Asaro und dem neuen Game von Ubisoft, Assassin's Creed Chronicles China. Jetzt habe ich es aber. Wir haben, wie ihr unschwer sehen könnt, die T-Zimmer-Konkubine retten können. Dafür leider die andere nicht. Oh nein. Jetzt geht mir das aber auf den Piss. Ihr mit eurem ganzen... Jetzt dreht er sich einmal komplett um. Ja, genau. Der geht also von links, dann in die Mitte. Könnte natürlich auch, da oben ist das Hauptziel, da unten ist noch ein Nebenziel und da ist noch ganz viel andere Schnickschnack. Okay, dann will ich jetzt... Was möchte ich denn? Ich weiß es noch nicht so ganz genau. Da hinten ist auf jeden Fall... Aber ich weiß nicht, bis wohin der genau schaut. Was? Haha. So, dann haben wir das auf jeden Fall. Und jetzt muss ich den Weg wieder zurück. Ich weiß jetzt nicht, wie... Er konnte, glaube ich, nur bis hierhin oder so schaffen. Ach so, ich komme gar nicht von hier. Ach, ich muss hier hoch. Okay. Dann werde ich das machen. Hui! Wow, 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 wow. Fies, wieder dieser knarrende und knirzende Boden. Das machen die doch mit Absicht. Ja, dankeschön. War ich nicht hier schon mal? Nee, ich war an so einer anderen, ähnlichen Stelle. Was ist nun los? War das jetzt einfach nur so ein Bum-Bum? Und mehr nicht? Kein gar nichts? Nur ein Bum-Bum? Weil? Einfach nur so? Ohne jeglichen Nutzen? Hm. Komisch. Ein wenig. Also ganz im Hintergrund haben wir noch eine Konkubine. Auch wenn ich natürlich die Nebenmission dadurch nicht mehr schaffen kann. Leider. Weil ich ja eine schon in die Jagdgründe schicken musste, leider. Tut mir auch unheimlich leid. Was? No. Verübe einen Attentat auf die Wache und befreie die Konkubine. Ach, da unten ist die. Und zack. Wie komme ich da am besten hin? Da ist noch eine Animus-Scherbe. Die will ich natürlich haben. Oh, die Frage ist, wie weit komme ich da rein, ohne entdeckt zu werden? Ich denke, das sollte aber gut funktionieren, oder? Ja, ja, geh doch hoch! Und wieder runter. Ja. Endlich ging das mal. Der Helix-Balken, der ist voll, richtig. Und ich habe gerade gesehen, dass er nach unten schaut. Muss ich eine. Warte mal, ich probiere mal was. Ob ich vielleicht von hier hinten da reinkomme. Nein, natürlich nicht. Schade aber auch. Bleib jetzt mal hier stehen. Ich müsste dann 21, 22. Boah.
Aber er schaut quasi direkt. Das wird knapp auf jeden Fall, aber ich probiere es natürlich. Ah. Das galt. Super. I am forever grateful. Ja, bitte, bitte. Ah, das war doch mal endlich mal ein gutes Timing. Oh, fuck. Weißt du jetzt was? Einmal ein gutes Timing und... Ja, ich bin weg. Da dreht er sich auch einfach um, ne? Ah, Schattenbronze, weil... Ach Mist, weil er mich halt tatsächlich nochmal gesehen hat. Schade. Habe ich echt da die Animus-Scherbe übersehen? Mein Gott, ey. Naja, so ist das. Ach so, der ist im Hintergrund. Alles klar. Helix und ein bisschen Munition in Anführungsstrichen. Ach so, das ist der, der... Alles klar. Das war... Das war, ich weiß, das war nicht direkt so gewollt, aber ist okay. So, den Turm der Kaiserin erreichen. Da müsste der Turm der Kaiserin sein. Messer, 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 zack! Oh, war zu doof zum Treffen. So, jetzt aber. Kann ich nicht? Doch, ne? Hä? Ach so, weil der Helixbalken voll ist. Ist da was drin? Ist da was drin? Ist da was drin? Genau, die Truhe habe ich gerade auch schon gesehen gehabt. Das ist wieder was zum Abwerfen, ja? Nicht? Nicht? Ach, das war das zum Abwerfen. Verschwende hier meine ganzen Messer. Aber wie komme ich denn jetzt nach dahin? Da muss ich doch 100 pro hier lang. Wie soll ich denn? Ich versuche gerade mal zu ersichtlich. Da ist die Truhe. Da bin ich. Ich gucke gerade mal so von der Seite, aber... Da komme ich nicht lang. Ich versuche gerade nochmal hier zu schauen, aber hier ist nur dieser Balken. Das ist doch doof. Ich komme da nicht hin. Komm da... Ja, dann lasse ich jetzt die Truhe Truhe sein. Auch wenn mich das... Ich kann auch leider sonst nichts erkennen. Auf das Dach, das komme ich leider nicht. Ach, ja gut. Vielleicht schaffe ich ja, vielleicht mache ich ja nochmal ein Game Plus oder so. Stand die da? Wurde die angezeigt? Ich glaube nicht. Chefin, ich komme und zwar hoffentlich mit in Rapido. Nein, das. So. Du guckst nur dahin. Du guckst nur da. Du guckst dich nicht um. Du guckst dich nicht um. Ich hab gesagt, du guckst dich nicht um. Mann! Warum die auch nie hören können, ne? What? Hihi, bin gar nicht da, du siehst mich gar nicht. Ja, ist egal, weil dann musste ich nämlich nicht zu denen selber hinrennen. Wow, ach, sie synchronisiert. Ja, Mist. Ja, du bist doch... ehrlich. Das darf nicht wahr. Ja, komm, bring mich nochmal um. Bring mich einmal um. Dankeschön.
Diese blöden. Da 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 da. Jetzt guckt er rein. Da 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 da. Aber ganz ehrlich, für ein 10-Euro-Game kann man wirklich, wirklich, wirklich nicht meckern. Wow. Wang Yangming ist Wang Yangming ist tot. Es wäre närrisch von ihr, jetzt noch gegen uns anzukämpfen. Aber so bin ich nun mal. Närrisch. Eine Animus-Scherbe, aber irgendwie kann ich das für mich persönlich nie richtig einordnen. Ach, da oben ist die. Okay. Da war. Das ist, glaube ich, hier unten lang. Ziemlich dämlich, ne? Ah ne, warte mal, die reden ja gleich mit ihm und dann kann ich mich daran langhangeln, glaube ich. Glaube ich, hoffe ich. Wang Yangming ist tot. Nur noch der Zirkel. Er ist jetzt noch mit mir. Nein! Mann! 这里没人. Ja, niemand da, richtig. Das ist natürlich jetzt voll blöd. Und da konnte ich auch nirgendwo hochklettern. Also ich muss hier lang. Das war schon, glaube ich, ganz okay so. Ja, jetzt muss ich nochmal warten, bis die wieder da sind und irgendwie miteinander reden oder so. Ja, bitte folgt mir. Er mit seinem blöden Wachsamkeitskegel. Schon mal drüber nachgedacht, was du so um deinen Kopf schwirren hast? Ein Wachsamkeitskegel? Ha? Wang Yangming ist tot. Nur noch der Zirkel. Ach, weißt du was? Ich will jetzt noch mit uns kämpfen. Ich bin außerhalb dieses Kreises. Und deswegen findest du mich auch nicht. Gott sei Dank. Ich könnte jetzt. Das mache ich jetzt auch. Hehehe. Ach Mensch, ich habe doch meine ganzen. Ich bin aber auch behämmert, ne? Ich habe doch hier immer meine ganzen Lärmpfeile. Und ich denke da irgendwie nie dran. Ich weiß nicht, warum ich da nicht dran denke. Immer so das Gefühl, oh, ich muss das immer so schaffen. Nein! Boah, was? Dreimal auf mich geschossen worden? Da. Aber ist egal. Jetzt habe ich ja niemanden mehr getötet. Echt wieder so eine schwere Stelle hier. Also was heißt eine schwere Stelle, aber eine, die es schon eher in sich hat. Und ich weiß, ich weiß es tatsächlich nicht, wieso ich da nie dran denke. Dass ich habe noch 6 Lernpfeile, ein paar Knallkörper. Ah! Ich war jetzt ein Hauch zu schnell. Das werde ich nicht schaffen, aber ich versuche es. Ich versuche es immer. So, jetzt kommen die nämlich zu mir. Nein, Mist. Da, du. Das wird wohl heute wieder eine kleine Fail-Folge, wa? Ach, Gott. Ich war leider da gerade ein wenig zu schnell. Das war knapp.
Junge, Junge, Junge. So. Und jetzt ganz in Ruhe, mein Freund. Ganz in Ruhe. So. Das passt doch. So, und dann kann ich die ja nach dahin ablenken. Aber ich sag ja, irgendwie bin ich da immer... Es wird einfach so bleiben. Einfach hier bleiben. Ich hab noch alle Chancen der Welt. Ich, ja, tatsächlich, ich muss da lang. Gibt's denn da noch was zum Verstecken? Oder kann ich... Nee. Ich kann mich dann nirgendwo mehr verstecken. Ach so. Okay, dann also. Ah, alles klar. Also der hier, der vordere... Der guckt dann irgendwann runter und dann kann ich dem anderen diesbezüglich folgen. Dann werde ich das so tun. Da ich ja auch... Ich glaube, jetzt weiß ich nicht, ob wenn die... Nein, alles klar. Jetzt schaut er. Und den hole ich mir natürlich noch. Die ist direkt vor meiner Nase. Ich weiß natürlich jetzt nur nicht genau seinen Laufweg, aber es scheint so. Dass er sich einfach immer nur ein bisschen umdreht, was die Sache sehr viel angenehmer macht. Das... Ich hätte mich fast noch mal bewegt. Guckt er direkt nach... Ich muss jetzt mal ganz kurz schauen, ob der direkt nach rechts guckt. Siehst du? Dann hätte ich da nämlich gehangen. Und dann hätte ich nämlich verschissen gehabt. Mal wieder. Endlich bin ich durch. Es ist zwar nur noch der schlechteste Part gewesen. Dem Turm der Kaiserin erreichen. Juhu! Wow, wow, wow. Habe ich hier so ein Gitter wieder vor? Ja, ich habe wieder so ein Gitter davor. Da sind Fenster wieder, mit denen ich arbeiten kann. Oder nicht nur kann, natürlich sogar muss. Aber ich sehe auch gerade... Egal. Das ist mir eindeutig eine sicherere Variante. Weil, ich glaube... Ach, nee, guck mal, ich kann hier sogar... lang enthangeln. Yippie. Trotzdem noch Assassinengold. Ja, 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 leider. Da oben ist nur noch einer und mehr nicht. Also, was heißt natürlich mehr nicht, ja? Flupp. Ein paar Knallkörper noch für unterwegs. Gott. So vom Gefühl her. Ah, scheiß was drauf. Vom Gefühl her habe ich keine Ahnung. Da kann ich hier oben. Also, Schattengold? Na ja, gut, das war ja jetzt auch nicht so schwer. Bin ich hier auf der richtigen Höhe? Kann ich mir das Ding noch holen? Achso, nee. Komme ich von hier aus nicht dran? Nee, ich muss quasi eins noch nach hinten laufen. Ich hoffe, dass das von hier aus möglich ist. Nee, Mist. Da komme ich nicht lang.
Also muss ich doch da tatsächlich aus dem Fenster raus. War ja mal wieder klar. Ach, jedes Mal diese ganze blöde Hickhack mit dem ganzen Alarmiertsein und so. Ja, ja, sehr, sehr schön. Ich muss schneller sein. Einmal nach links, einmal nach rechts und danach hört er wieder auf. Hält sich aber auch nicht fest, ne? Warum nicht? Das verstehe ich nicht. Ach, da laufen sogar zwei entlang. Komm, greif an! Nein! Nicht desynchronisiert! So eine blöde... Jetzt bin ich schon wieder hier. Alles klar. Hier machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter. Und wir sollten uns doch ganz langsam diesem Ziel der... dem Turm der Konkubine nähern. Bis dahin, euer Gabriel. Ciao.